So, Herr Hegermann, Frau Hegermann, Ja. das soll die Gutstube geben, oder? Das gibt die Gutstube, Ja? ja. Was habt ihr denn vor? Erzähl mal kurz. Also, uns liegt eigentlich am Herzen, dass wir das alte Gebäude, den alten Stein hier erhalten können. Und darum würde man gerne so viel wie möglich hier auflassen und den Putz auflassen an der Wand. Ja, und es soll eine Innenwärmedämmung rein. Ja, und es geht jetzt eigentlich darum, um die Fläche, die benötigt wird, damit wir hier eine wohlfühlende Wärme haben in dem Raum. Und dass wir aber trotzdem die Wand, die als rauer Stein erhalten werden soll, Ach so, noch ja. auf Also ist. ihr Ja? wollt das Teil hier sichtbar lassen. Genau. Die anderen werden dann eine Innendämmung gemacht. Eine Innendämmung ist möglich, wenn sie technisch richtig verarbeitet wird. Die Grundlage der Wandheizung müssen wir ermitteln. Das heißt, der Bedarf muss ermittelt werden in der Berechnungsgrundlage. Aber ist kein Problem. Das heißt, hier soll sichtbar werden. Genau. Das Mauerwerk wird schön verfugt mit einem Lehmmörtel als Ja, Fugenmaterial. okay. Und dann gibt es so gesagt noch einen Tiefengrund, A11, der tut die Oberfläche befestigen, weil das staubt Ja. immer wieder nach. Ja. Was hier in dem Raum natürlich auch wichtig ist, wenn wir jetzt mal da weitergehen, an die Die Fensternischen, Nischen. die werden natürlich zugemauert. Wenn es geht, nehmen wir vielleicht auch Sandsteine, wenn Ja. vorhanden sind. Sind Ja. keine vorhanden, würde ich einen ganz normalen Portonstein holen, einen Ziegelstein, Ja. und wieder vormauern. Aber es darf hinten kein Hohlraum entstehen. Ja. Also bitte vormauern auf Null, Ja. hinten auffüllen. Auffüllen mit einer Ein Schüttung. Mörtel oder mit einer Leichtlehmmörtel. Okay. Ja, kann ich zum Beispiel Lehmunterputz nehmen mit Strohanteil oder mit Dämmstoffanteile. Okay. Das ist ja angenehm. Und die Nischen, das ist wichtig, dass die zugemacht werden, damit der Wärmeverlust dann sozusagen nicht so groß ist. Beides, Ja? es kommt noch ein zweites dazu, nämlich das ist ja eine Kältebrücke. Das Mauerwerk ist ja weitaus kälter Ja. wie das hier und dementsprechend muss ich hier ganz einfach zumachen, dass die gleichen Verhältnisse stehen. Verstehe. Wir kommen mal hier auf diese Seite. Diese Seite ist ja oft die Problematikseite, wo es Schimmel gilt. Da müssen wir hier zum Beispiel, hier, wenn die neue Fenster reinkommen, muss ein Dichtungsband hin. Isolierung, ein Papier angeklebt und dann machen wir hier eine Leibungsplatte hin. Ich hole mal die Leibungsplatte, Ja, ich habe sie bitte. schon mitgebracht. Okay. Das hier ist eine Leibungsplatte. Die muss hier rein. Die ist zwar nur 2 oder 3 Zentimeter, Ja. aber hier haben wir also dann so gesagt keine Kältebrücke mehr. Wir haben zwar einen gewissen Wärmeverlust, aber im Prinzip ist dass hier eine Dämmung hinkommt, so viel wie möglich. Und diese Leibungsbrücke wird dann gemacht, wenn die neuen Fenster eingebaut sind? Ja, selbstverständlich. Ja. Ja, Schon also muss ich ja mal das Fenster zuerst aufreißen. die neuen Fenster dann einbauen. Richtig, Okay. richtig, korrekt. Und hier kommt dann die Dämmung drauf. Ich zeige es dir mal Ja, Ihnen. bitte. Ich habe ja hier meine Dämmplatte schon verputzt. Ah ja. Da kommt die Dämmplatte drauf. Aha. Die Dämmung beträgt im Durchschnitt 8 oder 10 cm. Aha. Wichtig ist, es darf keine Hinterluft sein. Das heißt, hier muss Ja. also ein Mörtel sein, ein Lehmmörtel sozusagen. Ja. Das ist immer wichtig. Also das ist jetzt quasi die Breite, wie sie Nein, das auch. ist etwas breiter. Ah, okay. Also diese Breite ist 8 bis 10 cm, Okay. Ja. inklusive Wandheizung. Wir haben ja die Heizsysteme mit den eingefrorenen Nuten. Ja. Ich habe sie leider nicht dabei. Das nächste Mal nehme ich sie mit, würde ich sagen, an der Baustelle. Ja. Aber ist klar. Ja. Untergrundvorbereitung, Ausgleichsputz, Dämmung, Dämmung, Wandheizung, Wandheizung. Unterputz, Gewebe, Ja. Oberputz, Farbanstrich. Ja. Okay. Habt ihr eine perfekte Wand. Okay, gut. Ja? Super. Das ist super zu Was wissen. ich noch sehe, ist oben natürlich die schöne Ja. Stuckdecke. Ja. Ja. Genau. Das soll bleiben. Dieser Haltungswert, genau. Ja. Sieht man selten. Zumindest im Ja, ländlichen sehr Raum. selten. Aufbau ganz einfach. Der habt ihr schon alles rausgeholt, richtig rau. Delta Limo Quarzgrundierung, Lehmspachtel 3 mm mit Gewebe, nochmal 3 mm Feinputz. Was haben Sie vor, wenn wir jetzt mal hier angucken, diese Fenster, die Die Rollladenkästen, Rollläden, kommen also wieder Rollladen. unten sollen wieder Rollläden rein, So, ja, dann machen auf wir im jeden Fall. Prinzip die Dämmung mit oben drüber, ist auch Ja, über klar. den Kasten dann Mit drüber. vollkommen drüber, ja. Man muss es dann halt so anbringen, dass man dann auch im gegebenen Fall mal das wieder eben entfernen Entfernen kann kann. und dass Das man dann wieder heißt, auch ihr mal. macht hier einen Schnitt Ja. und hier einen Schnitt, Ja. setzt hier ein Dämmplatte drauf Ja.
Und so können Sie immer wieder entfernen. Entfernen, genau. Selbstverständlich. Ja. Man muss sich da behelfen. Ja, richtig. Super. Ja. Der Raum wäre so weit gestaltet. Ja. Ja. Können wir ja mal in den nächsten Raum gehen? Ja, bitte. So, ich nehme noch was mit an Materialien, was wir vielleicht benötigen, aber ich glaube nicht. So. Was haben wir denn noch hier Schönes?